Tenor Rolando Villazón. Das freut mich sehr. Sehr gut, sehr schön. Ich meine, Rolando, schön. Für dich ist das doch ein ganz normaler Auftritt mit so einem großen Orchester. Für uns ist das schon was Besonderes. Es ist wunderbar, hier im Fernsehen zu sein und eine tolle Orchester zu sehen. Und Maestro De Domenico, bravo. Spielst du selber auch ein Instrument? Nein, gar nicht. Ja, meine Stimme nur. Die Stimme als Instrument. Ja. Und dirigieren? Nein, dirigieren gar nicht. Das ist sehr schwierig. Ja. Wir sind ja unter uns. Wie wichtig ist für dich der Dirigent? Es ist wichtig. Ja, es ist. Ich will. Man will besser ohne, aber es ist sicher mit. Dann mal schnell die Frage ans Orchester. Wie wichtig ist der Dirigent für euch? Ich könnte doch jetzt nichts Falsches sagen. Ja, okay, das will man nicht hören. Da reden wir gleich noch drüber. So, ansonsten. Christina, komm. Bitte schön. Hallo. Hallo. Meine Damen und Herren, was Sie nicht wissen können, was nur ich weiß, weil sie es mir vor der Sendung gesagt hat, sie ist ein riesengroßer Fan von dir, Rolando. Ein Riesenfan. Und dann hat sie gesagt, ich habe extra die CDs alle mitgebracht von ihm. Wahnsinn. Tauscht ihr doch mal die Plätze, das ist doch viel schöner. Dann kommt, wir sind auch beide nicht ansteckend. Hallo. Wie geht's dir? Ja, so. Es geht. Du wolltest Autogramme haben, dann kann Rolando nebenbei mal ein bisschen. Das ist ja schon die erste Aufgabe hier, sozusagen. Okay. Also deswegen schon wieder dabei. Genau, auf jeden Fall. Das ist ja eine Riesensammlung, die du da bei hast. Ja, meine ganze Familie ist aber Fan. Mhm. Ja, sind die auch alle da? Ich weiß gar nicht, ob die wegen mir hier sind oder. Ist die Familie eigentlich auch da? Ja, da sitzen sie. Wollen Sie auch ein Autogramm? Ich schicke nachher Rolando mal zu Ihnen hoch, dann unterschreibt er auf T-Shirts, gell. Unterwäsche, was Sie wollen. Ja? Gut, schön unterschreiben. Ohne Unterhosen, nein, dann nicht. Warum nicht? Fast nicht zum hier. Es ist schwierig. Ja, also, gut. Ja. Aber du hast eben gesagt, als du das gesehen hast in dem Film, Rolando, das ist nahezu unmöglich. Warum? Du bist ja nun wirklich Musikexperte. Aber ja, ich kann nicht denken, wie du das machst. Du kannst einfach sehen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann du sagst, bumm, Musik. Oder 1, 2, 3, 1. Aber was, wenn es 1, 2, 1, 2, aber dann, meine Damen und Herren, gibt es auch 6, 8. Es ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ja, diese Bewegung. Das ist auch wichtig. Ja, die Bewegung ist. Aber ein Dirigent ist doch auch immer anders drauf. Also, er macht es doch auch wirklich. Es gibt eine Choreografie. So, du kriegst es von der Choreografie vom Dirigent, oder? Nein, das ist ja. Ja, erstmal das Visuelle und irgendwann schaltet mein Kopf die Musik dazu und dann höre ich es und dann passt es hoffentlich zu den Bewegungen. Malte, du bist ja auch mit Musik groß geworden. Kannst du dir vorstellen, dass man wirklich nur anhand des Dirigats erkennt? Also, ich weiß, dass die meisten Dirigenten auch wirklich ganz anders sich bewegen. Es gibt manche, die machen so richtig mit dem Kopf, dann sind die richtig. Dann ist die Frisur auch hin. Ja. Aber was ist das für ein Lied? So ähnlich, das weiß ich nicht selber nicht. Aber war ich auch nicht. Das war Pop. Aber der muss ja quasi alles machen. Der hat keine Haare auf dem Kopf. Komm. Daran erkennen wir es nicht an den Haaren. Also, das heißt, die wird nur rein durch die Takte und durch den Auftakt auf den Song oder auf das große Lied hingewiesen. Und das empfinde ich als extrem schwierig. Was Gut. ich übrigens sehr sympathisch finde mit den Haaren. Ja. Ich hab was gemeint. Spielst du eigentlich ein Instrument, Jürgen? Ja. Ja, ganz viele natürlich. Und vorwiegend Maultrommel. Nee, so? Nee, Gitarre. Gitarre kann ich ein bisschen. Ein bisschen. Weißt du, welche Instrumente spielst du? Ganz schlecht. Piano, Gitarre, Bass, und das die Percussion, neue Flöte, oder? Bockflöte habe ich vergessen. Ja. Das habe ich freiwillig vergessen, weil ich fand es immer total doof. Blockflöte habe ich auch mal gelernt. Also, ich kann jetzt kein Lied mehr spielen. Ich konnte früher die Lieder spielen. Aber jetzt wir müssen ja das hier nur überbrücken, solange unterschrieben wird. Ja? Yes. Wie viele CDs hast du denn so rausgebracht? Kommen da noch mehr? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die ganze Kollektion. Nein, viel mehr. Gibt noch mehr. Das Geld zu Ende. Rolando, wie bist du zur Musik gekommen? Wann hast du gespürt, das ist mein Ding, das ist mein Leben, mein Beruf? Musik war ich klein und immer singen für mich war sehr wichtig. Und zum ersten Mal habe ich
eine Schallplatte von Placido Domingo gehört. Ah. Aber die Love Songs, ja. Placido Domingo und John Denver. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. In the peace, where did you come? And even I don't know how to. Das ist John Denver. Ja. Und so, für mich, das war großartig, diese Stimme. Und ich wollte so wie diese Stimme singen. Und plötzlich war ich da drinnen in Musik, habe ich Rossini, ein Schallplatte von Tschaikowski, Geige-Konzerto. Aber deine erste Schallplatte, was war deine erste Schallplatte? Gustav Mahler, die Auferstehung. Ehrlich, ja? Ohne Witze. Ja. Aber jetzt haben wir ja dieses Jahr ein ganz wichtiges Jubiläumsjahr. Ne? 200 Jahre Verdi, 200 Jahre Wagner. Du bist ganz klar Verdi. Ja, jetzt Wagner singe ich nicht, habe ich kleine Partie gesungen. Aber Verdi singe ich gerne. Bin ich gerade in einer Tournee, ja. in Verdi. Habe ich für 2 Tage in Frankfurt, komme ich nach Berlin in einigen Tagen. Und diese Komponistin ist wirklich unglaublich. Verdi ist so modern, so für uns heute in 2013. Ich mache Werbung für Verdi, weil in dieser Zeit, wo gibt Krise und Unsicherheit. Dankeschön, meine Damen und Herren, viva Verdi, viva Verdi, viva klassische Musik, wirklich. Gehen Sie zum Opera, um Verdi zu hören, danke. Weißt du was, Rolando. Jetzt schaut es mal an. Er macht Werbung für Verdi und hat Mozart auf der Brust. Oh, ja? Viva Mozart! Viva Mozart! Sie leben alle hoch. Alle leben sie hoch. Wolfgang. Jawohl. Das stimmt. Deswegen darf er auch so reden. So, wir werden jetzt mal zu deiner Gedächtnisleistung kommen. Mhm. Bist du zufrieden mit den Autogrammen? Ja, wunderbar. Auf, wenn du willst. Gut, da passt Andrea drauf auf. Bei mir. Wir gehen Christina. Jetzt in ihrem Langzeitgedächtnis abgespeichert. Und auch jetzt versucht sie wieder zuzuordnen. Und es ist eben auch die große Herausforderung des Dirigenten, alle Anweisungen an die einzelnen Instrumente präzise auszuführen. Ein schöner Film, Frühstück bei Tiffany, Moon River. Also so. Ein bisschen langsamer war es ja. Könntest du Moon River mit intonieren, wenn es das ist? Wenn es das ist. Wir spielen es mal. Hör mal. Ich mit Ton oder. Des Dirigenten verknüpfen mit dem Namen des Musikstücks. Im episodischen Gedächtnis ist dann dieses Lied abgespeichert, denn sie hat es schon einmal gehört und sie erinnert sich daran quasi wie an eine Background-Musik. Recht schmissig scheint der Titel zu sein. Wenn es das ist, würde ich mich freuen, weil die Musik sehr schön ist. Fluch der Karibik hieß a Pirate. Keine Reaktion? Nein. Keine Reaktion? Ich verspreche dir, jede zukünftige CD von Rolando bekommst du wie unterschrieben nach Hause geschickt, wenn das nicht stimmt. Komm, wir hören uns das gar nicht an. Jack Sparrow mit der Black Pearl auf der Jagd nach dem Aztekenschatz. Johnny Depp würde sich gewiss auch freuen, dass Christina dabei ist.
im Kampf um diesen Schatz im Wert von 25.000 Euro. Danke für die großartige Arbeit, Sebastian, De Domenico, vielen Dank. Und Rolando, du kommst mal mit uns rüber in die Lounge. Ja, sag gerne hallo zur Familie. Zur Familie. Geh zur Familie. Hi, Boris. Glückwunsch. Sehr schön. Ich weiß, die Mama war aufgeregter, ja, als die Tochter. Ich hab's gesehen. Der Freund ist auch da. Du musst ja nicht. Das war von ihm gespielt, dass er sich wieder. Es ist keine Gefahr im Verzug, ja. Wunderbar. Also genießt es. Vielleicht ist das neue Superhirn. Wir nehmen unten in der Lounge schon lange Platz. Ja. Und hinterher wird ordentlich gefeiert. Du kannst dich jetzt erstmal entspannen. Und die CDs nicht mitnehmen. Nein, nein. Ja? Bring mal her, Andrea. Genau. Sowieso. So, dann setzen wir uns hier eben alle hin. Und du bleibst gleich mal hier. Was? Setz du dich mal hin. Ja, und ich? Du auch. Oh. Denn wir, Rolando, komm auch zu uns. Alles okay, alles okay. Denn wir haben jetzt auch eine Grafik, die sehen Sie jetzt, Christina Marzi, eine grüne Eins steht dahinter. Sie super. Kann nachher super hören werden, wenn Sie dann am Ende der Sendung für Sie anrufen und die 25.000 Euro gewinnen. Aber es kommen noch vier tolle Kandidaten und noch, ich möchte sagen, eine halbe Kandidatin. Also nach dem, was ich gesehen habe, nicht meine halbe. Gut. Was sagst du dazu? Hauptsache Bayern gewinnt. Ja. Genau. Rolando, bist du Fußballfan? Ja, ich schaue gerne Fußball. Barcelona. Ja. 5-0. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut, genau. Aber wie ist das? Was ist mit Mexiko? Ja, Mexiko spielt gut, sehr gut. Nur dann, wenn Deutschland spielt mit dem, spielt er nicht so gut. Wobei in der Qualifikation, in der WM-Qualifikation haben sie, glaube ich, dreimal unentschieden gespielt, Mexiko, ne? Die haben ganz, dreimal unentschieden gespielt. So gut sind die gar nicht. Ja, ist schwierig. Stimmt es, dass dein Opa Fußballprofi war? Ja, Emilio Roth ist aus Österreich gekommen und er war ein Star, Fußballstar in Mexiko. Ja. Ein Österreicher? Österreicher, ja. Das deswegen kann man sich bin gar ich nicht. Ein Opa-Sänger, ja. Weil genetisch war nicht so gut in mich. Gut. Fußball versucht. Wie sieht's bei euch aus? Rolando, reiche mir deinen Laufweg. Wenn das jetzt auch Hannover ist, wein ich. Warum lachst du so? Wieder Hannover. Nein. Das ist wieder Hannover? Ernsthaft? Anatoly Timoschuk eingewechselt am 13. Spieltag gegen Hannover 5-0 gewonnen. Oh. Und natürlich bei meinen gesamten Superhörern. Und jetzt, ganz wichtig, meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Dranbleiben, dranbleiben. Warum? Nicht nur heute, Journal, sondern danach das aktuelle Sportstudio mit meinem Ehemann Lars Ricken und Sven Voss und Paul Breitner. Also Champions League pur. Auf jeden Fall, mehr Champions League geht nicht. Dranbleiben, lieben Gruß zu den Kollegen nach Mainz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und 17.08. das nächste Superhören hier im ZDF. Machen Sie es gut, schönen Abend. Mit Lava und den Handstand. Und Flosse. Und Flosse.